Guten Morgen. Heute gibt es einen Vlog und ich beginne den mal alleine. Annabel ist gerade noch bei ihrem Freund, kommt später. Es ist jetzt früh um 5. Ich bin seit um 4 wach und ich drehe jetzt erstmal ein Rezept, beziehungsweise mache ich das eigentlich mal nur für die Story von Broses. Und ich denke mal, ich werde die Waffeln dann auch gleich essen. High-Protein-Waffeln. Und das werde ich gerade abfilmen. Und ja, genau, ich kann euch ja dann das Ergebnis einblenden. Ich würde sagen, wir wünschen euch viel Spaß bei dem Vlog. Heute steht viel an und wir wünschen euch viel Spaß dabei und let's go! Ich habe jetzt mir alles aufgebaut. Ich denke, ich filme das hier so. Die Waage, der Mix, Löffel, das kommt als Topping. Und ich würde sagen, ich filme das Ganze jetzt mal. Okay, Leute, eigentlich ist ja aufgeräumt, ist nur hier gerade Chaos. Und Leute, die Pflanzen haben auch ihre besten Tage hinter sich. Leute, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Und zieht euch mal, wie geil das aussieht. Dieses Kaiserschmarrn aus dem Waffelteig gemacht. Und es ist so lecker, wirklich. Also, wenn ihr mal Broses bestellt, bestellt euch diesen Waffelteig mit Geschmack Spekulatius. Oder genau, aber es gibt auch noch andere Sorten. Und dazu Schokosauce und die Almond Butter, also Mandelmus. Leute, geil! Einfach nur wild. Leute, das Beste ist doch dann nach dem Rezept ganz was zu essen. Und das zeigt auch, dass Annabel und ich auch mal unterschiedlich viel essen oder wie auch immer. Und wir nicht immer gleich essen. Früher. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Es ist jetzt 7:30 ungefähr. Ich habe früh ein bisschen bei meinem Freund gearbeitet und fahre jetzt zurück zu Maria nach Hause. Und dort werden wir gemeinsam frühstücken und direkt was mit abfilmen. Genau, wir nehmen euch sozusagen heute mal mit. Heute steht sehr, sehr viel an. Wir sind viel unterwegs. Wir haben einige Termine, müssen ein paar Sachen erledigen, aber heute wird ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, ich habe gute Laune, es kann auch gut werden. Wir haben jetzt gefrühstückt und drehen jetzt noch einen Rose Haul ab, denn gestern hat unsere Bestellung angekommen. Das seht ihr auf Genau, bei Instagram. Schaut einfach mal unsere Highlights. Es ist wirklich heftig, Leute. Richtig geil. Ich finde es halt auch cool, dass sie Tiefkühl liefern. Also hier haben wir ganz viel Zero Eis, also ist das beste Light-Eis, was es gibt, Leute. Das beste Light-Eis in geilen Geschmäckern, Spekulatius, andere Dinge. Frozen Yogurt. Wild. Und auch ganz viele andere Light-Soßen, Proteinriegel, belgische Waffeln ohne Zucker, Protein-Chips, Schokotrops, Protein-Nudeln, Riegel, Creme Brûlée, Whey, Granola-Waffeln, Brownies, Kuchen, also alles Mögliche. Und wenn ihr bei Broses bestellen wollt, dann könnt ihr bis zum 11.03. sogar bis zu 50% auf alle Tiefkühlprodukte sparen. Und ansonsten gibt es auf alles immer 10% Rabatt und es gibt immer gratis Geschenke. Das heißt, schaut einfach mal beim Checkout. Da gibt es gratis Produkte mit bei eurer Bestellung mit dazu, die ihr euch auswählen dürft. Das ist mega, mega cool. Nutzt auf jeden Fall den Code AM. Und genau, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und auch noch viele Produkte, die würde ich empfehlen. Und Leute, kleiner Geheimtipp, das Pistazienmus oder Haselnussmus ist dort wirklich heftig. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eine 10 von 10. Das sieht doch wunderbar aus. Ihr müsst unbedingt dieses Eis probieren. Nutzt das unbedingt gerne noch bei der Tiefkühlaktion, aber auch ansonsten. Das ist so geil und vor allem, wie gesagt, die Preise dort sind sehr, sehr gut, sehr, sehr fair. Schaut dort unbedingt mal rein. Es ist so gut. Ich habe noch nicht so gutes Light-Eis gegessen und auch so unsere Supplemente davon, Light-Soßen, ihr seht ja alles, es ist einfach wild, krass, oder? Ja, und vor allem wirklich preiswert, also ihr bekommt wirklich was Geiles für euer Geld, also auch bei den Tiefkühlprodukten, die Qualität ist halt wirklich sehr gut, also es ist frisch gekocht und dann einfach direkt eingefroren. Wir haben ja bei dem Gericht hier zum Beispiel 46 Gramm Protein auf 541 Kalorien, das ist bombastisch, Leute. Es ist heftig. Die haben auch so natürlich Chicken oder so Erbseneintopf oder so Burrito für the go. Also alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt.
B0. Also schau dort unbedingt wirklich mal rein und ihr werdet definitiv etwas finden. So Leute, wir sind jetzt gerade zu unserer Cousine gefahren, weil die sind im Urlaub und da haben wir so ein paar Aufgaben bekommen, was wir in dem Haus so ein bisschen erledigen müssen. Also Fische füttern, Blumen gießen und so weiter. Das haben wir jetzt gemacht. Sind uns hinspaziert, haben noch ein Paket weggebracht und jetzt geht es zurück nach Hause kurz. Und dann gehen wir zu unserer alten Arbeit, gehen Kollegen besuchen, machen zusammen sozusagen Mittag und quatschen einfach mal wieder. Das ist auch mal wieder so schön, mal ein bisschen zurückzudenken an die Zeit. Und dann merken wir auch immer wieder, wie dankbar wir sind, dass wir jetzt das machen können, was wir wirklich wollen und was unsere Leidenschaft ist. Deswegen würde ich sagen, jetzt ab nach Hause, weil so viel Zeit haben wir nämlich auch nicht mehr. Und Leute, wir filmen jetzt gerade ein schönes Reel ab. Also wenn ihr ein bisschen Mehrwert wollt, dann schaut unbedingt bei Instagram vorbei. Dort bekommt ihr ganz viel guten Stuff. Jetzt gerade, warum Eisen sehr, sehr wichtig ist und auch noch ein Thema zum Thema, ein Reel zum Thema Magnesium. Während der Periode aber. Ja, also für Mehrwert schaut dort unbedingt auch vorbei. Der Haushalt macht sich nicht von alleine. Deswegen putzen wir jetzt beide Bäder und saugen einmal durch. Jetzt aber Musik an. Und jetzt Bad Nummer 2. Wir wischen jetzt noch das ganze Haus. Oben ist schon gewischt, jetzt nach unten. Und Maria macht hier derweil im Eingangsbereich die Eingangstreppe putzen. Läuft. Läuft, Leute. Sieht doch ganz gut aus. So, jetzt sind wir draußen. Jetzt geht es weiter mit Gartenarbeit. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde dafür gebraucht. Eine gute Stunde für 2 Bäder putzen, das ganze Haus saugen, Haus wischen. Und jetzt machen wir weiter Gartenarbeit. Wir müssen nämlich Unkraut machen. Und dementsprechend, let's go. Heute ist übrigens Rest Day. Also es passt eigentlich ganz gut tatsächlich. Weil wir sind gerade in der Follikelphase. Das bedeutet, wir haben sehr viel Energie. Und das merke ich auch. Wir sind jetzt fertig mit Unkraut, weil wir das ganze Beet gemacht. Über wichtig, Leute, mit Handschuhen ist das Ganze unter den Fingernägeln, was echt nicht so geil ist. Und ich würde sagen, jetzt merken wir erstmal was. Dieses Wetter und dazu passt einfach Eis. Wir haben jetzt hier das Frozen Yogurt Eis von Broses. Wir zeigen euch gleich nochmal die Konsistenz. Leute, das ist so lecker und bei diesem Wetter jetzt draußen das einfach nach Hausarbeit gönnen, ist einfach ein Vibe. Deswegen, es gibt es jetzt und dann schauen wir mal, was wir noch so schaffen. Ja, da legen wir uns ja schön auf die Liege und genießen die Sonne. Live Geschmackstest Mango. Ist noch ein bisschen hart, muss man natürlich noch ein bisschen antauen lassen. Boah, schmeckt so geil. Beschreib's mal. Schmeckt einfach so weiße Eis mit diesem Frucht drumherum. Ah, Solaro oder irgendwas. Ja, so ist eine Art Solaro so mäßig. Geil! Vor allem so richtig lecker. Und Stracciatella Frozen Yogurt. Ich liebe Stracciatella Eis. Boah, schmeckt halt. Man merkt null, dass weniger Zucker oder so drin ist. Schmeckt trotzdem total süß und lecker. Und ich liebe Stracciatella-Eis. Oh, geil, da freue ich mich jetzt so sehr drauf. Nährwerte für die, die es interessiert. Also wirklich, kann man nicht sagen. Richtig, richtig gut. Es tat wirklich unfassbar gut, sich einfach mal eine Pause zu gönnen und einfach mal wirklich sich in die Sonne zu legen. Und das ist ein kleiner Reminder auch an euch und auch nochmal an uns, dass man sowas definitiv öfter machen sollte, denn es hat unsere Akkus wieder vollgeladen und tat uns extrem gut. Ich werde mich jetzt erstmal ans Klavier setzen und etwas Klavier üben. Für uns geht es jetzt zum Essen. Wir sind zum Essen verabredet zu viert und fahren jetzt ins Restaurant. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen, euch hat dieser Vlog gefallen. Es ist jetzt schon der nächste Tag. Wir sind jetzt gerade mit der Maya spazieren. Und wenn euch mehr Vlogs gefallen, mehr Einblicke in unser Leben, dann zeigt es uns mit einem Daumen nach oben oder folgt uns auch einfach bei Instagram und TikTok und auch auf YouTube. Dort bekommt ihr zumindest häufiger auch immer Einblicke. Vor allem auf Instagram posten wir ja täglich was in unserer Story. Und genau, ich würde sagen, wir beenden das Video. Maya ist auch mit dabei und würde sich über ein Abo und ein Like freuen. Also